Hallo Leute, mein Name ist Hotzese und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Letztes Mal haben wir hier eine Raffinerie hingestellt, wo wir Flüssiggas produzieren. Und nun müssen wir wieder aufpassen, dass wir hier nicht Aliens verärgern. Aber wir sind hier ja noch nicht fertig. Nein, 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 nein. Mit dem Flüssiggas wollen wir auch was anfangen. Und zwar in diesen hier. 2, 3, 4, 5. Kohle rein, Plastik raus, vielleicht wäre es sinnvoller, das umgekehrt zu machen. Und da sind die Förderbänder alle. Haben hier unten noch Tonnen an Förderbändern rumliegen. Die sollte ich vielleicht zuerst aufbrauchen. Dann haben wir rote Greifer. Nein, haben wir nicht, weil zu wenig Eisen. Könnte eigentlich mal hier die Förderbänder von unten reinpacken. Produzieren wir nicht mehr Förderbänder, als wir überhaupt benötigen. Und vielleicht hilft das ja auch ein bisschen mit der Eisenknappheit. Nur denn hier raus. Was bedeutet all diese Greifer sind verkehrt rum? Weil hier geht's rein mit Kohle. Und durch das, dass wir Kohle unten haben, machen wir uns das Leben einfacher. Weil wir ein Band weniger überspringen müssen. Dieses Kohlefeld hier ist etwas unglücklich im Weg, aber so ist es nun mal. Okay.
Keine Tunnels. Haben wir hoffentlich hier ein paar. Sehr gut, dann hier. Kommt dann unser Plastik rauf. Okay, das war's dann ja auch schon fast. Brauchen da nur noch Strom. Hier verbinden, einmal hier verbinden, Brücke schlagen und hier. Und wir haben Plastik. Machen wir damit weiter. Hier wird es wahrscheinlich, das wird das erste Nest sein. Ah, hier unten sind die Rezepte nicht eingestellt, darum kommt unten nichts raus. Sehr gut. Und dann brauchen wir fürs Weitere mehr Eisen. Was sonst? Nein, eigentlich Stahl. Aus Petroleum oder Flüssiggas können wir auch noch anderes herstellen. Hier, das können wir hier nach hinten erweitern. Das heißt, wir sollten den Platz freilassen. Und wir können mit Flüssiggas und Wasser können wir Schwefel erzeugen. Also, dann schließen wir doch mal Wasser an. Tja, das hat nicht weit gereicht. Um.
Wo bauen wir das am besten? Unsere Rüstung. Vielleicht hier vorne. Ich glaube, da brauche ich etwas mehr Eisen dazu. Hier werden wir zwei Bänder haben, das heißt, hier haben wir noch ein Schwefelband. Ich denke, wir brauchen nicht allzu viel. Was wir brauchen, sind Ströme. Rezepte und dann die Rohre. Und das Wasser schließen wir hier oben an, denn für diese werden wir möglicherweise auch Wasser brauchen. Und dann bringen wir das oben rüber. Die Forschung geht ab. Lass uns einfach mal weitermachen. Ich kopiere das einfach mal so hier rüber. Sehe, wie sich das ausgeht. Können wir hier nämlich noch ein paar weitere Raffinerien platzieren.
Das funktioniert nicht mit dem Layout. Brauchen einen Durchlass dazwischen. Sonst kommen sich die Rohre in die Quere, was nicht gut ist. Hier. Es ist immer die gleiche Geschichte. Zu wenig Rohre. Vielleicht sollte ich die irgendwo automatisieren. Ja. Ich muss dann gleich mal da hoch. Aber damit können wir dann eigentlich so machen. Klebten Sprengstoff. Und wir haben Schwefel. So, Schwefel nun auf beiden Seiten. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich werde mal sicherstellen, dass wir da oben keine Probleme bekommen. Und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.